Hallo, willkommen auf Bizchecker. Heute gibt es zur besinnlichen Zeit eine Weihnachtsgeschichte aus dem wahren Leben, die euch zum Nachdenken bringen soll. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Weihnachten ist Haus Sonnenschein komplett ausgebucht. Es mussten sogar zusätzlich Notbetten aufgestellt werden. Die Landschaft liegt unter tiefem, glitzerndem Schnee. Verstreut stehen kleine und große, lustige Schneemänner in den unterschiedlichsten Ausführungen herum. Es ist eine eiskalte, sternklare Nacht. Alle Bewohner, Gäste und Freunde feiern den Heiligen Abend im festlich geschmückten Speisesaal. In der Mitte steht strahlend schön ein bunt geschmückter, riesiger Tannenbaum mit echten Kerzen, die ein anheimelndes Licht verbreiten. In den vereisten Fenstern leuchten Laternen in Sternform, die für eine weitere behagliche Atmosphäre sorgen. Auf den Tischen mit weißen Tischdecken liegen duftende Tannenzweige, verziert mit liebevollen Basteleien, Nüssen, Mandarinen und Äpfeln. Winzige Windlichter ergänzen die weihnachtlichen Dekorationen. An den glänzenden Augen der Anwesenden sieht man, dass sie sich wohlfühlen und sie lassen sich das üppige Weihnachtsmahl besonders gut schmecken. Dank großzügiger Spenden gibt es keine rationierten Portionen. Heute Abend kann jeder so viel von dem köstlichen Gänsebraten mit Rotkohl, Klößen und Apfelmus essen, wie er mag. Bertha hat sie selbst übertroffen. Stolz und mit rotem Kopf steht sie hinter der Essensausgabe und sorgt für gut gefüllte Teller. Jeder kann sich auch gerne noch einen Nachschlag holen. Aus dem Radio erklingt feierliche Musik. Einige singen die Weihnachtslieder leise mit, andere haben Tränen in den Augen. Denn so mancher hier hätte wohl sicherlich diese besonderen Stunden lieber im Kreise seiner Familie oder Verwandten verbracht. Ein Gast steht auf, der sich von der harmonischen Stimmung tragen lässt, kramt seinen Zettel aus seiner verbeulten Hosentasche, klopft laut gegen sein Wasserglas, bis Ruhe ist, räuspert sich und liest vor. Friedfertige Weihnacht. Eine Zeit, die ihren eigenen Zauber entfaltet und uns gefangen nimmt und berührt. Die uns zur inneren Einkehr einlädt, in der wir uns Gedanken machen über das Vergangene und über Dinge, die wir loslassen können, damit wir frei werden und Neues entstehen kann. Weihnachten ist fest verbunden mit wunderbaren Bräuchen und Traditionen, die uns sehr oft schon seit unserer Kindheit begleiten. Jeder hat so seinen eigenen Weihnachtsduft im Sinn. Ob Tannen, Zimt, Bratäpfel oder gebackene Plätzchen. Ja, die Weihnachtszeit vermag Großes. Meist sind es die kleinen Dinge, die ihren Zauber ausmachen und unser Herz und unsere Seele erwärmen. Weihnachten heißt mit Hoffnung leben. Wenn sich die Menschen die Hände zur Versöhnung reichen, wenn der Fremde aufgenommen wird, wenn einer dem anderen hilft, dann ist Weihnachten. Still in bunte Lichter sehen, nicht hasten, Zeit für sich haben, unbekümmert sein, sich als Mensch spüren und glücklich sein, dann ist Weihnachten. Schnee und verwunschene Märchenlandschaften, Kaminfeuer und Kerzenlicht, mit der Familie oder im Freundeskreis zusammen sein, Wärme spüren, sentimentale Stimmung, verführerische Düfte, Zeit für Entspannung. Dann ist Weihnachten. Ein wunderbares Fest zu verbringen, mit gestrandeten Menschen zusammen ein leckeres Mahl im Haus Sonnenschein zu genießen, gemeinsam zu feiern und ein Gefühl von Zuhause zu haben, dann ist Weihnachten. Schnell setzt er sich auf seinen Stuhl zurück und läuft rot an, als zustimmender Applaus aufkommt. Als die Päckchen verteilt werden, natürlich zusätzlich mit Berthas wohlschmeckendem Weihnachtsgebäck, ist die besinnliche Stimmung auf dem Höhepunkt. Im Radio spielen sie gerade das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, als plötzlich alle aufstehen, sich an den Händen fassen und kräftig mitsingen. Das hat man hier noch nicht erlebt. Der Chor ist wahrscheinlich bis zur Stadt hin zu hören. Und es klingt gut, wirklich gut. Gleichzeitig stimmen wie von weit her die Glocken der Klosterkirche mit ein. Es ist ein unvergessliches Weihnachtsfest in der Obdachlosenunterkunft Haus Sonnenschein. Das ist ein Text aus dem Liebesroman Betty und Paul von Marion Schinuff nach einer wahren Begebenheit. Ein Buch für Menschen, die besondere und nachdenkenswerte Bücher wertschätzen. Das Buch habe ich euch unten mal in der Textbeschreibung verlinkt. Jetzt wünsche ich euch ein besinnliches Weihnachtsfest, auch wenn wir durch Corona bedingt nicht mit der kompletten Familie oder den Freunden zusammen feiern können. Tief in eurem Herzen fühlt ihr die Verbundenheit zu den Menschen, die euch wichtig sind und die ihr liebt. Wenn ich euch mit dem Text ein bisschen zum Nachdenken angeregt habe, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ein schönes Fest.